to do is look at you. Oh, Quan, it's you! Achso, da ist die... Das ist die hübscheste Frau, die ihr je getroffen habt. Sie legt sich eine Hand auf die Brust, als sie Quan sieht. Ja, hi, Tan. Good to see you. Quan wird rot wie eine Rose. I'm so happy you're back. I've missed you so much. Can you stay? I'm kind of on duty. Maybe some other time. Yeah, unless you all want to take a break for a while. Ihr zwei scheint alte Freunde zu sein. Friends. I hope we are. Of course we are, Quan. You are my dearest friend. My island of peace. I still have to pay you, though. How real a friendship is that? It's as real as it can be. More real than it should be. You say that, but do you mean it? Let me prove it to you. Na los, Quan. Wir finden schon selber raus. Ach so, raus. Und das geht auf uns, was immer es kostet. Really? Thank you so much. You might want to get yourselves a drink or play some blackjack. I'm gonna be a while. Er dreht sich zur Herzzehn. Ten, Oh, Quan, it's been so long. It's never been like this before. I'll miss you. Standen wir jetzt die ganze Zeit hier so daneben und ich meine, no judgment und so. Okay. Weiter. Wer verbirgt sich hinter Tor Nummer 2? Der Herzkönig. Na, dann schauen wir mal. I'm cooler than the other side of the pillow. Hey, good looking. Ditch those zeros and get with this hero. Von dem Ring an seinem kleinen Finger bis hin zu seiner goldenen Halskette und seiner hautengen Polyesterhose sagt alles an diesem Typen, dass er weiß, er kann jede haben. Und er will dich. Cash up front. I may be easy, but I ain't cheap. Greif zu, nimm mich. Baby, I'm gonna take you to paradise. Check out these moves. Yeah! You can see yourself out, right? Es gibt irgendeinen Bonus, oder? Hat den Bonus jetzt jeder? Nee, irgendwie nur, aha, nur die beiden. Was ist denn das für ein Bonus, den jetzt hier Fallen Crusader bekommen hat? Du hast ein gutes Blatt bekommen. Aha. Hält aber nicht super duper lange. Aber maximale Aktionspunkte plus 1 und Aktion, das ist eigentlich ziemlich gut. Dann wechseln wir jetzt alle durch. Jeder geht jetzt zu einer Prostituierten oder einem Prostituiertem, je nachdem, der Reihe nach durch. Weil, warum nicht? Die Herzkönigin. Let me see the rest of you. Kann ich in deinen Spind schauen? Sexy Tütü-Zweiteiler. Der Rampensau. Phallus. What a mess you are. Chapeau der Rampensau. Und Piss Baby Sexstiefel der Rampensau. What? On your hands and knees. Hehe.
Okay, ich meine, keine Ahnung. Wenn das Werte hätte, warum nicht? Aber das ist nur kosmetisch und hat keine Werte. Gehen wir wieder ins rote Ziegenkostüm, würde ich sagen. Oh Gott, das Spiel ist super. So. You haven't earned the right. Ist hier sonst noch was? Stand there and don't move, kitten. I'm inspecting you. Die in Leder gekleidete Frau kreuzt ihre Beine und lehnt sich vor, während sie ihre Reitgerte, nennt man das wirklich Reitgerte? Ich dachte, das heißt Reitergerte oder Reitgärtner, auf den Knien balanciert. Hm. You'll do. It costs money for my attention, pet. Pay, and I'll show you the joys of knowing your place. Okay. Now, let's think about safe words. It's safe, I promise. Ich habe schon langsam das Pathetic. Gefühl. Dismissed. Ich habe schon langsam das Gefühl, dass wir hier in einem Bordell gelandet sind, Leute. Herz Ass. Oh, sweetie, everyone has nerves their first time. Let's try again. Slowly this time. I know how to do it. I just don't feel like it right now. Hey, who the hell are you guys? Tut mir leid, dass wir reinplatzen. Wir wollten nicht stören. Yeah, well, I was just leaving. Thanks, Ace. I guess. Nur ein Word für dich. Was? Weiter so. Übung macht den Meister. Bite me. I'm out of here. Come back anytime, Benji. School's always in session. Die Frau auf dem Brettbett dreht sich zu euch. I know you like what you're looking at. And for a small fee, I'll show you things you had no idea you wanted. Ihr Ausdruck ist hungrig und voller selbstbewusster Erwartung. Jawohl, Ma'am. Strip and get ready to take notes. You'll want to remember the things I show you. Who's your mommy? Who's your mommy? Don't forget to write, gorgeous. Uh-oh. Ich habe gerade eine Ziege gehört. Hoffen wir, dass Abraxe die nicht gehört hat. Der Ziegenmörder. Ne? Nur, falls ihr es vergessen habt, seine Eltern wurden, und da schwör da drauf, von einer riesigen roten Ziege getötet. Und seitdem hat er geschworen, jede Ziege zu töten, um sich zu rächen und die rote Ziege hervorzulocken aus ihrem Versteck. Okay, Basti, nächste Tür. I'm the king, baby. Der Herzkönig. I was just warming up. Give me a second, I'll be right with you. Bei deinem Anblick legt dieses riesige oberkörperfreie, stimmt überhaupt nicht, und bemerkenswert behaarte Exemplar eines Mannes seine Gewichte ab. Er verheimlicht sein Interesse nicht. Und das könnte er auch nicht, selbst wenn er es versuchen würde. Eine deutliche Wölbung ist nicht zu übersehen. Cost money to play with the king. What do you say? Ja, bitte. Wonderful. Now come the daddy. Pain is just weakness leaving the body. What a workout.
You come back when you want a rematch. Gracious. Do people actually want to... Disgusting. Ja, ziemlich. Jetzt haben wir außerdem ein Problem. Ich wusste, dass der Moment früher oder später kommt und ich wusste, dass es mir nicht gefällt, als ich den Charakter erstellt habe. Ich wusste es. Aber Abraxe muss jede Ziege töten, die wir treffen. Das sind die Regeln. Ich kann nichts dafür. Ich werde jetzt vorher speichern. Das ist sein Charakter. Das ist immerhin ein Rollenspiel. Deswegen werde ich jetzt die Ziege attackieren. Nein, ich kann die Ziege nicht attackieren. Ich habe eine bessere Idee. Ich schicke jetzt Abraxe da in das Zimmer und rede mit der Ziege. Und dann werden wir nie wieder drüber reden, was passiert. Aber vorher plündern wir mal. Eine Disco-Roboter-Verzierung für die Fahrzeughaube. Sehr schön. Ein paar Drogen und Zigaretten. Unberechenbarer Joker. Auf dem Etikett steht Kundenzufriedenheitserfassung. Willst du das wirklich hören? Oh, hi. Aren't you a sexy little thing? This is my first time. So, how do we do this? Do I just... Oh! Whoa, okay! Take it off? I... on my knees? Okay. Oh! Oh, God! Hat die Ziege seine Kleidung gegessen? Müll, Schrott, saurer Schlamm. Kurzgeschlossener Kontrollchip. Gereinigter Teer. Dieser extrem klebrige Schlamm setzt überall fest. Okay. Ein Exoknie, ein Beinmod. Hey, stimmt, wir haben schon so viele Rüstungsmods, ne? Total vergessen. Hier kommt die Magie ins Spiel. Eine Ziege geht in diesem gut ausgestatteten Raum gemächlich auf und ab. Sie wirkt ausgeglichen und wohlgeformt. Als sich eure Augen treffen, trabt sie spielerischen Schrittes auf dich zu. Die Ziege trägt einen Eimer um den Hals. Jemand hat Joker $10 auf die Seite des Behälters schabloniert. Geld in den Eimer stecken. Sobald du den erforderlichen Geldbetrag in den Eimer gesteckt hast, lässt die Ziege ein zufriedenes Meckern aus und dreht sich um, während sie verführerisch mit dem Schwanz wedelt. Okay. Niemand weiß, was während der Schwarzblende passiert ist. Und niemand denkt drüber nach. Jetzt aufhören. Nicht mehr dran denken. Okay, wir haben keine Hinweise bekommen, wie es weitergeht. Wir wissen aber, dass der, den wir suchen, im Hinterraum ist. Ich versuch's einfach nochmal. No, but seriously, verboten. Try it one more time without Brigo say so, and we'll have to put our foot down. On your throat. That's just like so authentic and real. And like, I've never had a. Hello again, Red Hats. Wir wissen, dass du Delgado in das Hinterzimmer gebracht hast. Wir müssen da rein. Well, ain't you a clever seed of Red Hats? But let's not be rash here, yeah? The only way you're getting past that door is through a hail of bullets. Ach verdammt, ich wollte doch den... Ich hab ganz vergessen, dass wir den Kerl ohne Hosen seine Drogen bringen wollten, ne? Den habe ich jetzt total vergessen. Vielleicht kommen wir noch dazu, hoffentlich. Look,
It wasn't Mr. Brigo who conspired with the Dorseys. He's not that stupid. But a little bird told me it was someone in our organization. I can give you a name. All you gotta do is prove this guy was acting on his own. Was springt für dich dabei raus? Way I see it, everybody wins. You get your culprit, and we don't get in trouble with the law. Once you clear Mr. Brigo's name, I'm sure he'll release Delgado. Na gut, das ergibt Sinn. Sag uns, wo der Typ zu finden ist. Look for our man McTavish at the machine shop near Pillory Square. I don't care what you do to him, but if you can come back and prove the rest of us weren't involved, I'm sure we can make a deal, yeah? Also, I didn't tell you this, Red Hats. Okay, sag mir bitte nochmal, wo ich die Werkstatt finde. Das ist wirklich, die Option brauche ich wirklich. Sure. First head to Pillory Square. You know, where the marshals leave folks to freeze. Max place is southeast of the human popsicles. Usually has a paperboy shouting nearby. Ah ja, das sagt mir was, okay. Find a way to prove Mr. Brigo wasn't mixed up in this Dorsey business, and we can make a deal. Yeah? Hey, wenn's echte Beweise gibt, dass er wirklich nicht involviert war in die Sache, ist es in unser aller Interesse, dass wir die Wahrheit rausfinden. Wir haben einen Typen namens Kendall getroffen. Was ist denn das mit seinem Namen? You like it? He used to be a real lady killer. Then he made the unwise decision to double cross Mr. Brigo. So the boys took him into the back room. Had him in there for weeks, poor bastard. You could hear his screams clear across town. He came back with a face that wasn't so pretty anymore. And without Master John Goodfellow. Ken! What a revolting story. Aber wirklich. Und was haben eigentlich die Ranger getan während der ganzen Zeit? Yeah, he didn't like it much either. Especially the ending. Auf Wiedersehen. Till next time, Red Hats. Und warum hat Kendall dann eigentlich hier Brian Bargo nicht schon lange umgebracht? Deswegen arbeitet er hier wahrscheinlich. Oh my god. Any luck? Do you have my 5 Rhino and 5 Focus? Ja, ich weiß zwar nicht, ob du wirklich noch mehr davon haben solltest in deinem aktuellen Zustand, aber ist deine Sache. Thank you. You saved my life. It's just a little to even me out. That's all. Welcome to Little Vegas.